So. Dann guten Abend, herzlich willkommen zu unserem 63. Online-Seminar der Open Transfer Akademie. Heute dreht sich alles um das Thema Wirkung darstellen, mal anders. Und wir freuen uns, dass ihr bei diesem guten Wetter dann doch so zahlreich euch eingeschaltet habt, dass ihr heute dabei seid. Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass du dabei bist, Sebastian, dass du heute dein Wissen und deine Tipps an uns weitergeben wirst und als Referent zu diesem Thema Wirkung heute zur Verfügung stehst. Genau, du wirst ein bisschen darüber reden, wie man seine Wirkung nicht nur gut darstellt, das, was man macht, kommuniziert, sondern wie man potenzielle Förderer, Freiwillige oder auch Mitglieder wirklich begeistert. Denn ich bin sicher, das kennen viele von euch, dass einfach die beeindruckendsten Ergebnisse, die tollste Wirkung durch seitenlange trockene Berichte oder durch unverständliche Statistiken viel verliert, gleich viel weniger Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist einfach wirklich schade und das ist auch unnötig, denn du wirst uns erzählen, wie man es anders machen kann. Du arbeitest beim Katapult-Magazin. Ich bin sicher, dass viele von euch das auch kennen. Dort bist du Chefredakteur beim Katapult-Faltmagazin Knicker. Du wirst gleich auch noch mehr dazu sagen, was ihr dort macht. Vielleicht ganz kurz. Und zwar werden dort Statistiken und Studien der Sozialwissenschaft, also komplexe Sachverhalte, einprägsam, bunt und zu auf den ersten Blick verständlichen Grafiken. Wie genau das funktioniert, dazu gleich mehr. Ich übergebe auch sofort an dich. Ich wollte euch nur ganz kurz vorher nochmal zur Open Transfer Akademie. In diesem Rahmen findet ja heute dieses Online-Seminar statt. Erzählen, was wir sonst noch so machen. Und zwar ist dieses Online-Seminar das letzte unserer Reihe Future Skills. Da haben wir seit März Trends der Arbeitswelt aufgegriffen. Es ging um agiles Arbeiten, neue Eventformate, Prototyping und die besten digitalen Tools. Heute ist diese Reihe zu Ende, aber ihr könnt euch alle vergangenen Online-Seminare auch auf unserer Seite noch angucken. Die stehen da die ganze Zeit zum Nachschauen bereit. Und auch heute das Online-Seminar werden wir aufzeichnen und dort auch zum Nachschauen für euch noch bereitstellen. Jetzt ist allerdings die Open Transfer Akademie dann erstmal in der Sommerpause. Wir bieten ja eigentlich jeden Monat ein kostenloses Online-Seminar an, nächsten Monat nicht. Aber danach geht es spannend weiter und ihr könnt euch auch gerne schon zum Beispiel für unseren Newsletter anmelden. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann bleibt ihr auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Und außerdem ist auch in der Sommerpause plötzlich digital die Sprechstunde. Die findet jeden zweiten Freitag statt. Das ist ein Angebot von uns, aber auch von Coral Aid, Go Volunteer, D3, So geht digital. Und da kommen Digitalexpertinnen zusammen und probieren mit euch ganz praktisch Tools aus, stellen ganz praktisch die besten Kniffe zum digitalen Arbeiten vor. Und dort geht es am 4. September weiter mit dem Thema Grafiken und Bilder mit Canva bearbeiten. Aber genug der Vorrede. Jetzt wieder zu dir, Sebastian. Ich werde mich jetzt nämlich kurz wegschalten und dann hört ihr ungefähr 45 Minuten lang Input. Ihr könnt aber die ganze Zeit über euch auch eure Fragen in den Chat schreiben und am Ende stelle ich sie dann Sebastian. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit auch zu diskutieren und uns auszutauschen. Und genau, dann wünsche ich euch jetzt erst einmal ganz viel Spaß, dir natürlich auch. Und dann sehen wir uns später wieder. Ja, damit auch von mir herzlich willkommen. Schönen guten Tag, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass ihr und Sie die Präsentation hier schon sehen könnt. Ich probiere die jetzt einmal kurz zum Laufen zu kriegen. Und ja, dann kann es direkt losgehen. Ich komme, wie gesagt, von Katapult, bin dort Redakteur seit einiger Zeit, seit 3 Jahren, um genau zu sein. Und was Katapult ist, falls Sie das noch nicht kennen, werde ich gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Was wir hier jetzt sehen, ist zum Beispiel das aktuelle Cover aus der Ausgabe. Wir haben uns damit beschäftigt, wie viele Bürgermeister sind eigentlich weiblich, also Bürgermeisterinnen. Haben das auch mal hier rumgedreht. Es gibt also beispielsweise in Deutschland mehr Großstädte, in denen der Bürgermeister Thomas heißt, als weibliche Bürgermeister.
Und ja, wie Sie also schon sehen, falls Sie uns noch nicht kennen sollten, wir sind ein Magazin, was vor allem über Grafiken und mit Grafiken eben funktioniert. Und insofern will ich heute mit Ihnen besprechen, ja, Wirkung darstellen mal anders, beziehungsweise könnte man auch sagen, mit Grafiken Hunderttausende erreichen. Was ich nicht machen kann, wofür ich auch überhaupt kein Experte bin, ist mit Ihnen über Wirkungen, Analyse von Wirkungen und so etwas zu sprechen, sondern ich will mich wirklich darauf im Prinzip auch beschränken, wo ich etwas zu sagen kann, über das, was wir also als Erfahrung einfach sammeln als Magazin. Und das heißt, uns damit zu beschäftigen, wie verwandle ich Daten eben in Visualisierungen, die jetzt nicht nur angemessen und korrekt und vielleicht auch gut sind, sondern die im besten Falle auch noch Menschen erreichen, die vorher vielleicht noch nicht daran interessiert waren, also für ein Thema interessieren, das sie bislang einfach noch nicht konsumiert haben. Und das ist im Prinzip der Einstiegspunkt für Katapult, denn das genau versuchen wir also, Menschen für Sozialwissenschaften zu begeistern, zu informieren, die daran eben nicht notwendigerweise ein Interesse haben, beziehungsweise für die vielleicht Sozialwissenschaften erstmal trocken und uninteressant scheint. Und eines unserer Hauptelemente dabei ist eben nicht Fotos zu benutzen, sondern ausschließlich Karten und Grafiken. So eine, wie wir hier beispielsweise im Hintergrund sehen, Vita Cola. Wer das kennt, wer Vita Cola kennt, wird wahrscheinlich eher aus den östlichen Bundesländern kommen in Deutschland. Wer es nicht kennt, ja, wahrscheinlich nicht. Und Thüringen ist offenbar das einzige Land, in dem mehr Vita Cola getrunken wird als Coca-Cola. Ist eine ganz einfache Visualisierung, aber wir werden im Verlauf, glaube ich, der nächsten Zeit sehen, dass Einfachkeit gar nicht immer schlecht sein muss. Und damit ein paar Sachen vielleicht zu Katapult selbst. Wir sind also ein Magazin, wie gesagt, wir kommen hauptsächlich als Printmagazin raus und das im Prinzip jedes Vierteljahr und betreiben im besten Sinne also Populärwissenschaft. Das heißt, wir versuchen, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, Thesen oder auch Fragestellungen zu einem Publikum zu transportieren, das eben nicht notwendigerweise wissenschaftlich sein muss, weil uns im Prinzip gestört hat, dass viele der Erkenntnisse aus den Wissenschaften eigentlich in der Bibliothek oder im Hörsaal bleiben und wir der Meinung sind, das muss raus, das muss an eine breite Öffentlichkeit, denn wir glauben, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, gerade wenn es um Sozialwissenschaften geht, auch die öffentliche Debatte verbessern kann und das im Prinzip auch tun soll. Und auf der linken Seite habe ich Ihnen hier mal ein paar Abonnentenzahlen einfach aufgeschrieben, um zu begründen, warum ich jetzt also auch denke, dass ich vielleicht mit Ihnen über Grafiken mich auseinandersetzen kann. Wir haben also eine Geschichte, glaube ich, die im Magazinmarkt oder überhaupt im journalistischen Markt relativ selten ist inzwischen. Das heißt, wir haben ein Printmagazin gegründet und sind damit auch noch ziemlich erfolgreich, haben Stichtag heute etwas über 51.000 Abonnenten und das sah vor ein paar Jahren natürlich noch entsprechend anders aus. Also wir haben eine sehr, sehr große Wachstumskurve, die natürlich für uns enorm ist, was eben auch heißt, dass es offenbar ganz gut funktioniert, was wir da machen und dass wir irgendwie die Menschen auch erreichen mit dem, was wir haben. Und was uns natürlich für uns auch intern entsprechend relevant ist, also vor 2 Jahren beispielsweise waren wir noch 3 Personen in der Redaktion, heutzutage beschäftigen wir etwa 25 Personen. Also auch das, ja, eine ganz tolle Geschichte für uns. Das heißt, wachsende Leserzahlen, uns gibt es also im Abo, um das vielleicht noch zu sagen, wie gesagt, jedes Vierteljahr, hauptsächlich das Magazin. Man kann das allerdings auch an Bahnhofskiosken oder im Buchhandel haben, je nachdem. Hier mal einen kleinen Überblick über das Team. Wenigstens ein paar der Gesichter von Katapult. Es sind jetzt noch ein paar mehr geworden. Und dann ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Also ein Teil habe ich ja schon gesagt, Einfachheit ist vielleicht nicht immer schlecht. Und hier, was wir da sehen, ist das Cover der 10. Ausgabe. Warum würde Hitler hier weniger gewählt? Wenn ich so eine einfachen Grafiken zeige, sollte ich vielleicht vorwegschicken, dass das, was dahinter steht, natürlich meistens relativ komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse sind und auch entsprechend mit vielen Daten unterfüttert ist. Das heißt, wenn Sie jetzt diesen Artikel aufschlagen, dann gibt es eine ganze Menge ganz feiner Grafiken, die das auch wirklich entsprechend in kleineren Auflösungsformen präsentieren. Aber erstmal haben wir es hier mit einem Cover zu tun und ein Cover muss im Einzelhandel Folgendes machen. Es muss Sie überzeugen als Konsumenten, dass Sie jetzt diese Grafik auch sehen wollen, dass Sie wissen wollen, was steckt jetzt eigentlich dahinter. Und insofern haben wir hier 2 kleine Tricks angewendet bei diesem Cover. Einmal eben radikal zu vereinfachen und damit ein Rätsel zu erzeugen. Warum wurde denn hier Hitler weniger gewählt?
Ja, das könnte ich jetzt auch sogar verraten. Das ist ganz schnell erzählt. Es hängt mit Regionen zusammen, in denen beispielsweise die Sozialdemokratie sehr stark war oder bestimmte konfessionelle Bindungen vorherrschen. Das ist die Ursache dafür in diesem Fall. Aber das ja, sollte Sie gütigerweise erstmal anziehen. Der zweite Trick ist natürlich Hitler. Hitler funktioniert immer. Und ich meine, darauf hat Guido Knopp ja eine ganze TV-Karriere gemacht. Und in dem Fall, glaube ich, hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Es ist eines unserer bestverkauften Magazine, zumindest im Einzelhandel. Und wie Sie jetzt vielleicht innerhalb der ersten Minuten schon gemerkt haben, wir werden heute sehr, sehr viele Grafiken und Karten sehen, denn das ist, wie gesagt, das, was wir machen. Und ich werde aber versuchen, eine Storylinie reinzubringen, um mit Ihnen gemeinsam zu ergründen, wie schaffe ich es denn aus komplexen Daten möglichst, ja, überzeugende Grafiken zu machen, überzeugende Visualisierungen, beziehungsweise mein Publikum vor allem über Visualisierung zu erreichen. Das ist im Prinzip der Hintergrund für heute. Hier sehen wir noch ein anderes Cover, Ausgabe 13. Da haben wir uns beschäftigt mit der Bild-Zeitung. Auch die Bild geht immer, auch ein bisschen Rant gegen den Bild geht immer. Das heißt, wenn Sie sich jetzt darüber freuen, dass die Bild an Auflage verliert, dann sind Sie genau unsere potenziellen Kunden. Auch dahinter steckt natürlich dann entsprechend viel mehr Arbeit und viel mehr Datenarbeit. Aber erstmal kann es auch eine Grafik sein, die einfach mal anzieht und die vielleicht auch niedere Emotionen bedient, wie hier beispielsweise Häme ganz oft. Das stellen wir natürlich fest, weil wir im Netz diese Grafiken auch posten. Das heißt vor allem in den sozialen Medien. Aber dazu werde ich später auch noch ein bisschen was sagen. Zunächst vielleicht mal die Frage gestellt, warum eigentlich Grafiken? Warum eigentlich Karten? Wie gesagt, das sind unsere einzigen beiden Visualisierungsformen. Wir nutzen keine Fotos oder dergleichen. Das wäre die Antwort deshalb. Wahrscheinlich hat noch keiner von Ihnen gesagt, das ist aber die geilste Tabelle der Welt, obwohl es ja stimmen könnte. Weiß man ja nicht. Denn das Problem an Tabellen ist, jetzt müsste man sich damit erstmal auseinandersetzen und das tun selbst diejenigen, die Daten toll finden. Ja, durchaus mit Mühe und ich würde aus dieser Tabelle jetzt nicht erkennen, was ist denn jetzt diese klare, einfache Information. Und deswegen versuchen wir im Prinzip, und das trifft wie gesagt immer auf Statistik und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse ganz oft zu, dass man erstmal suchen muss und erstmal verstehen muss, was ist so der Hintergrund. Und deswegen versuchen wir mithilfe von Karten und Grafiken, also Themen erstmal interessant und auch verständlich zu machen. Denn Karten helfen uns dabei, auf den ersten Blick etwas zu erkennen, etwas zu sehen, Zusammenhänge vielleicht zu erkennen oder eben auch mal nur zu irritieren. Und auch wenn wir eben, wie oben gesehen, manchmal sehr, sehr stark auch vereinfachen, steckt ja dahinter meist eine sehr, sehr ausführliche Datenrecherche. Sodass dann Karten kommen wie diese. Manchmal werden es auch nur Spaßkarten oder aber auch Grafiken mit einem Hintergrund, also die jetzt nicht nur ausführlich sind. Dinge, die schmelzen. Oder etwa das. Das ist eine typische letzte Seite aus unserem Heft. Also wenn wir im Prinzip Amerika nehmen, es zur Seite drehen, einen Punkt reinmalen und einige Länder einfärben, kommt eine Ente raus. Das ist eine typische letzte Seite. Wir haben gemerkt irgendwann, dass es durchaus funktioniert, wenn wir Wissenschaft nicht nur visualisieren, sondern wenn wir auch einen gewissen Humoranteil dabei haben und wenn wir auch viele Karten machen, die jetzt nicht so ernsthaft sind. Und gemerkt, dass das auch für eine gewisse Verbreitung sorgt. Insofern ist das auch Teil bei uns, mal eher witzige Sachen zu machen. Oder eben aber auch sehr, sehr komplexe Karten. Was wir hier sehen, ist also eine Darstellung von ja, im Prinzip verschiedenen Bewegungen. Das reicht von Unabhängigkeitsbewegungen über Regionen, in denen bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr Autonomie fordern oder in denen bestimmte Minderheitenrechte existieren oder die Grenzverläufe sogar noch komplizierter sind, weil es auch militärische Auseinandersetzungen gibt. Der Hintergrund dazu war, dass es Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien gab und normalerweise funktioniert Journalismus so, dass man dort jetzt hinfährt und einen O-Ton holt und beschreibt, was da gerade vor Ort passiert. Da wir allerdings so als Magazin eines der langsamsten Medien der Welt sind, bleibt diese Option gar nicht für uns. Das heißt, wir gehen im Prinzip einen Schritt zurück und schauen uns dann vergleichend an, was gibt es eigentlich noch für Regionen, in denen es solche Bewegungen gibt und wo gibt es bestimmte ja, Regionen, in denen Forderungen existieren oder in denen auch Konflikte momentan existieren oder eingefroren sind und potenziell damit auch wieder ausbrechen könnten. Und wie wir hier sehen, gibt es selbst in Bayern eine Partei, die die Unabhängigkeit fordert. Das ist die Bayern-Partei.
Sie bekommt in Wahlen, glaube ich, also in Landtagswahlen durchschnittlich 1% oder weniger. Die Gefahr ist jetzt also relativ gering. Aber wer weiß, unter welchen Umständen sich Bayern vielleicht nochmal unabhängig machen möchte. Was wir also mit dieser Karte eigentlich zum Beispiel zeigen wollten, ist zu zeigen, erstmal, wie häufig tritt sowas eigentlich auf oder ist das gerade ein Ausnahmefall? Und eben auch zu zeigen, dass uns die ganz normalen Karten, die wir so sehen, mit denen wir uns also umgeben, die die Nachrichten prägen, uns ein bisschen auf die falsche Fährte führen, weil sie Grenzen einzeichnen als relativ starre und immerwährende Grenzen. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall. Dafür aber, also damit jetzt erstmal genug, was wir so machen als Katapult. Jetzt habe ich ein bisschen was mit Ihnen vor. Und zwar möchte ich mich mit Ihnen gemeinsam fragen, ja, was sind eigentlich gute Visualisierungen von Informationen? Wie bereite ich Informationen gut auf? Und habe deswegen ein kleines Spiel mit Ihnen vor. Wir wollen mal versuchen, Zoom hier auszunutzen mit den verschiedenen Optionen, die es hat, und eine kleine Umfrage jeweils zu machen. Ich werde Ihnen einfach ein kleines Bild immer zeigen, eine Grafik, und ich möchte Sie bitten einzuschätzen, wie erfolgreich ist jetzt dieser Verbreitungsgrad dieser Grafik. Wenn ich erfolgreich sage, meint das einfach, dass wir erstmal eine Messgrundlage brauchen, um zu sagen, was kommt jetzt gut an bei Leuten, was haben die schnell verstanden oder was hat irgendwas bei denen ausgelöst. Und in diesem Fall kümmern wir uns erstmal um Facebook. Da habe ich also die Zahlen da und kann dann im Prinzip mal versuchen zu messen, wie erfolgreich ist also eine Visualisierung. Und behelfsmäßig für uns jetzt würde ich vorschlagen, als Antwortmöglichkeiten, wenn wir sagen, A, ist das schwach, sagen wir mal so 100 Likes, mittelstarke Grafiken erzielen jetzt so 500 Likes vielleicht und eine gute, erfolgreiche Grafik wäre Antwortmöglichkeit C, das wäre also um die 1000 Likes oder sogar noch viel mehr. Und natürlich ist Reichweite nicht alles. Wir werden auch da im Nachgang noch drüber sprechen. Aber wenn wir uns erstmal fragen, wie können wir denn jemanden erreichen, den wir vorher noch nicht erreicht haben, ist das eine Option, das zumindest mal zu überprüfen. Und insofern würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was schätzen Sie eigentlich? Wie viele Personen haben diese Grafik jetzt auf Facebook in diesem Fall geliked, das heißt auf Gefällt mir gedrückt und damit gesagt, ja, das finde ich jetzt vielleicht spannend oder irritierend oder wie auch immer. Wie reagieren wir, wenn in diesen Teilen der Erde 100 Menschen getötet werden? Und jetzt wäre also der Moment, in dem wir das Umfragetool mal ausprobieren. Ich sehe, dass das funktioniert. Ich darf sogar selbst mit abstimmen. Okay, das ist eine Einschätzung einer mittelstarken Grafik. Ungefähr ein Viertel hält sie für schwach, ungefähr ein Viertel für erfolgreich. Schauen wir ganz einfach mal, die Zahlen an. Das heißt, wir haben es hier mit einer durchaus relativ erfolgreichen Karte zu tun, die zumindest im ersten Durchlauf 3200 Likes abgeräumt hat. Das heißt, offenbar ziemlich erfolgreich. Warum? Das werden wir vielleicht nachher nochmal näher besprechen miteinander. Die zweite Grafik. Deshalb bringen Fußfesseln für Gefährder nichts. Auch hier würde ich Sie gleich wieder bitten, abzustimmen. Also Sebastian, nochmal dieses Abstimmungstool zu bedienen. A für nicht erfolgreich, B für so mittelgut und C ist schon eine sehr gute Grafik. Vielleicht währenddessen eine kurze Info zwischendurch. Ihre Fragen, die Sie jetzt auch in den Chat stellen, die werde ich jetzt parallel nicht unmittelbar beantworten, die werden wir aber sicherlich zum Ende dann auch nochmal aufgreifen, um das entsprechend zu beantworten. Ja, die überwiegende Meinung ist, das ist hier eine schwache Grafik und das ist auch ganz genau der Fall. Das werden wir anhand der Like-Zahlen sehen. Hatte genau 12 Likes bekommen. Also war, wie man bei uns so sagen würde, ein Rohrkrepierer. Insofern stürzen wir gleich in die nächste Grafik rein. Wir haben visualisiert Staaten, die eine geringere Wirtschaftskraft haben als VW. Also VW als vielleicht eines der wichtigsten, stärksten deutschen Unternehmen. Aber wer hat sogar mehr oder beziehungsweise weniger
BIP als VW auch hier nochmal einfach das Abstimmungstool. Und Schwach B, Mittelstark C, erfolgreich. Mittelstark sagt die Mehrheit, nur wenige sagen, dass es eine schwache Grafik ist. Auch das können wir ganz kurz auflösen. Und dann bleiben noch ein oder zwei Tipps. Also die würde ich auch als mittelstark hier einsortieren. 700. Funktioniert aber trotzdem. Es gibt Gründe, warum sie mittelstark ist und über die werden wir uns später auch noch unterhalten. Hier wieder nochmal VW, diesmal eine ganz andere Darstellung, nämlich Auslieferung in 1000 Fahrzeugen. Auch hier bitte nochmal das Abfragetool. A, B oder C. Ja, also das war vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Die hat sogar noch weniger Likes, glaube ich, als die davor. Sie kam immerhin auf 7 Likes, auch das ein Rohrkrepiere. Und jetzt mal zum allerletzten, da haben Sie ein bisschen Zeit mal, um das kurz zu lesen. Auch da würde ich bitten, noch einmal das Umfragetool zu benutzen. Schwache Grafik B, mittelstark oder C, erfolgreich. Ja, der überwiegende Teil sagt erfolgreich. Ein Viertel sagt mittelstark. Auch das schauen wir uns mal an. Die hat tatsächlich ziemliche, ziemliche Verbreitung auch gefunden. Auch da werden wir gleich nochmal anhand anderer Grafiken auch uns darüber verständigen, warum das eigentlich der Fall ist. Und war natürlich damals entsprechend auch aktuell, als wir das gepostet haben. Und vielleicht als Hintergrund noch, das kommt aus einem Artikel der Zeit online. War ein langer Artikel, den wir entsprechend gelesen haben. Und genau diese Stelle, dieser Auszug, wie gedacht, der ist einfach super stark. Der findet bestimmt Verbreitung, weil er ganz präzise ist, weil er exakt etwas vermittelt. Und haben den einfach erstmal als kleine Grafik visualisiert und entsprechend einfach den Blick dafür gehabt, dass etwas gut funktionieren kann. Nee, das brauchen wir nicht machen. Genau, jetzt würde ich Sie nochmal um ein bisschen Mithilfe bitten. Und zwar würde ich vorschlagen, dass Sie ein paar, sagen wir mal 2, 3 Minuten sich kurz überlegen, was macht für Sie eigentlich eine gute Visualisierung aus? Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gesehen über Grafiken, die funktionieren und die vielleicht auch nicht funktionieren. Und ich sollte noch dazu sagen, natürlich ist zum Beispiel Reichweite erzeugen, wie wir jetzt gerade überprüft haben, sicherlich nur eine Dimension. Es gibt viele weitere, das lässt sich sicherlich auch nicht immer trennscharf auseinanderhalten. Aber trotzdem würde ich Sie einmal bitten, sich kurz Gedanken zu machen und 3 Gedanken, 3 Stichpunkte vielleicht zu notieren, wenn Sie möchten. Und das dann gleich auf mein Kommando einfach mal in den Chat zu geben. Und dann scrolle ich mich da mal ganz kurz durch und versuche mir einen Überblick zu verschaffen, was so Ihre Gedanken dazu sind, was eine gute Visualisierung ausmacht. Also von jetzt an, also 2, 3 Minuten Zeit vielleicht. Und Sie können ja kurz überlegen und dann den Chat klappern lassen mit Ihren Ideen dazu.
Okay, das war eine ganze Menge Wortmeldung. Vielen Dank dafür, dass das so super funktioniert. Und ich habe parallel mitgelesen und ein paar Sachen mal notiert. Jetzt sicherlich nicht vollständig, aber ein paar, die mir auch sofort aufgefallen sind, die lese ich mal ganz kurz vor. Einer meiner Lieblinge, würde ich sagen, weil ich das auch ganz oft bei uns sage, innerhalb der Redaktion, weniger ist mehr, sich also wirklich auch zu beschränken. Dann habe ich gesehen Story, Erfahrbarkeit, Verständlichkeit, Klarheit, Ironie, Farbkonzept, Aha-Effekt, Neuheit, Eyecatcher, Humor, Provokation, ein guter Titel oder auch Emotion. Also alles ganz wichtige Punkte, glaube ich. Und wir haben uns im Vorfeld, oder ich habe mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und einige Aspekte auch zusammengetragen. Zum Teil überschneiden die sich eben mit dem, was ich auch schon vermutet haben, und ich will das gern versuchen mal zu zeigen anhand einiger Grafiken, die jetzt hauptsächlich von uns stammen, aber nicht nur. Und habe hier einige Aspekte mal zusammengetragen. Und zwar das eine war schon genannt worden, Story, Storytelling. Was wir hier sehen, ist eines der im Prinzip erfolgreichen Evergreens von Katapult, das zum Teil über 20.000 Likes einfach bekommen hat. Warum? Weil es eine Geschichte erzählt, die sicherlich überraschend ist. Und wenn ich sage Storytelling, meine ich auf gar keinen Fall das, was in der Kommunikationswissenschaft jetzt immer als heiliger Gral auftaucht, Storytelling, sondern einfach als Leitmotiv, wenn zum Beispiel ein Journalist fragt, was ist eigentlich deine Geschichte? Das heißt, wie kann ich denn einen komplexen Sachverhalt möglichst runtergebrochen darstellen, möglichst vielleicht anhand weniger Charaktere oder Sachverhalte? Wie bekomme ich also das Interesse eines Lesers, eines möglicherweise für meine Organisation Interessierten, wie fange ich also sein Interesse? Und wir haben mit Sicherheit viel, viel schickere Grafiken zu bieten, aber hier ist es, glaube ich, wirklich einfach die Geschichte, die immer wieder auch gut funktioniert. Das Zweite, das hatte ich schon gesagt, das können wir, glaube ich, ganz gut, um das mal so zu sagen, ist Einfachheit, Verständlichkeit oder auch, um es mal so zu formulieren, bisschen zur radikalen Vereinfachung, und zwar so einfach, dass es aber immer noch keine Fake News sind. Also da besteht sicherlich eine wichtige Grenze, dazwischen zu manipulieren oder aber auch mal etwas so auf den Punkt zu bringen und von dort sich weiter Gedanken machen zu können. Das heißt, die war sehr, sehr erfolgreich. Das ist aus dem Magazin Nummer 3, und im Hintergrund standen natürlich sehr, sehr komplexe Berechnungen über Solarenergien, auch politisch brisante Projekte, die dort damals verhandelt wurden. Aber wenn wir jetzt einmal runterbrechen, dann könnten wir so sagen, wie viel Platz benötigen wir, um die gesamte Welt mit Solarstrom zu versorgen, und das ist erstmal nicht besonders viel. Einfachkeit haben wir auch bei diesem Ausgabe Nummer 10 Cover gesehen, das Hitler-Cover. Für Einfachkeit haben wir aber auch ganz aktuelle Beispiele. Das ist jetzt mal ein bisschen komplizierter hier ausgedrückt, aber wir haben so eine Grafik innerhalb der Corona-Krise in ganz vielen Medien gesehen. Und ich glaube auch aus guten Gründen gesehen. Denn sie besteht im Wesentlichen nur aus einer einfachen Verlaufsgrafik. Das heißt, wir sehen einmal, steigt die Zahl der Infizierten an, irgendwann flacht sie wieder ab. Und es gibt möglicherweise eine bestimmte Schwelle, eine bestimmte Grenze des Krankenhaussystems. Und in dieser oder, wie gesagt, sehr, sehr ähnliche Form hat die sehr, sehr weite Verbreitung gefunden. Und ich halte sie für eine exzellente Grafik, weil sie einfach auf den Punkt das bringt, was es jetzt über diese Krise auch ganz Relevantes zu wissen gab und weshalb man unbedingt diese Krise eindämmen muss. Wir haben das noch ein bisschen interaktiver visualisiert. Das ist eine Visualisierung, die hat ähnlich erstmal die Washington Post gemacht. Wir haben im Prinzip die Idee von dort übernommen, ganz ähnlich gemacht und haben sie entsprechend noch weiter verbessert. Wir haben also hier auch zum Beispiel die Todesfälle mit eingezeichnet. Und was wir sehen, ich lasse es gleich nochmal abspielen, ist also unten eine ganz ähnliche Grafik, wie wir schon hatten. Wann nimmt die Zahl der Infizierten zu? Und wann überschreitet sie gewisse Kapazitätsgrenzen? Und oben der interaktive Teil einfach, je nachdem die Punkte sich bewegen lassen, wenn ich das links mache, also absolute Bewegungsfreiheit, oder rechts einfach visualisiert die soziale Distanzierung. Und da konnte der Nutzer jetzt selbst also bestimmen, wie viele Prozent sich im Prinzip frei bewegen dürfen. Und wir sehen einen wesentlich langsameren Verlauf. Wir sehen einen Verlauf, der unten einfach niemals dafür sorgt, dass die Kapazitätsgrenzen der Medizin überschritten werden. Auch das, glaube ich, eine Grafik,
die einen bestimmten Aha-Effekt einfach beinhaltet, dadurch, dass sie es reduziert auf einfache Fragen, Ansteckung, Nicht-Ansteckung. Apropos Corona-Krise, das vielleicht auch noch, die hatten wir letztens, das war auch eine relativ erfolgreiche Grafik beispielsweise, wenn man zum Beispiel sich mal anschaut, wie innerhalb der Corona-Krise Verschwörungstheorien an Relevanz gewonnen haben, kann man das auch machen, wenn man sich einfach die Google-Suchanfragen zu Bill Gates anschaut und sieht, dass sie immer mal schwanken, je nachdem, was da politisch so gerade los ist, dass es aber einen Zeitpunkt gibt, zu dem Bill Gates ganz besonders häufig gesucht wird. Und das kann im Prinzip jeder sich anschauen, das ist eine Google-Trend-Analyse, die kann man über alle Begriffe mal probieren und da eine ganze Menge spannende Vergleiche anstellen. Und in diesem Fall sehen wir einfach, dass seit der Corona-Pandemie die Suchanfrage nach Bill Gates extrem zugenommen hat. Ein nächster Punkt wurde hier auch schon in verschiedenen Varianten formuliert, nämlich Komposition. Also dazu gehört sicherlich eine Farbwahl, aber auch Verständlichkeit. Und ich erwarte nicht, dass Sie jetzt sofort verstehen, was auf dieser Grafik steht. Ich erzähle es Ihnen ganz kurz. Dann das ist gewissermaßen auch das Problem dieser Grafik. Was wir hier sehen, ist ein Auszug aus einem Magazin beziehungsweise einer Grafik eines Magazins, das heißt der rechte Rand. Diese visualisieren menschenfeindliche Äußerungen der AfD und versuchen das eben zu tracken nach Herkunft dieser Äußerung, wo kommt diese Person, die das gesagt hat, her und zitieren, was hat die Person eigentlich gesagt. Der rechte Rand ist eine, glaube ich, ganz wichtige Zeitschrift, die ist auch nicht ganz, also ganz jung, sondern die gibt es schon eine ganze Weile und beobachtet im Prinzip den rechten Rand, also Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Durchaus empfehlenswert, das also zu lesen. Grafisch wäre die Frage, na gut, da gibt es noch Luft nach oben. Und das ist meine nächste kleine Aufgabe für 2 Minuten an Sie. Machen Sie sich mal ganz kurz Gedanken, bitte. Wie würden Sie diese Grafik retten? Und wenn Sie eine gute Lösung gefunden haben, können Sie sich gerne bei dem Magazin melden und da Vorschläge machen. Also, was wären Ihre grundlegenden Ideen, um hier noch diese Grafik zu retten? Sie können direkt einfach wieder den Chat benutzen, um Ihre Ideen reinzuschreiben. Also eine ganze Menge Ideen. Wir haben es auch nicht gemacht, das verrate ich gleich von vornherein. Deswegen ein paar Sachen, die ich jetzt von Ihnen mitgenommen habe, lese ich nochmal vor. Das heißt, der Vorschlag, das interaktiv zu machen. Das heißt, man könnte ziemlich viel reduzieren und das per Anklicken lösen. Man könnte sich auf weniger Zitate reduzieren, die Zitate möglicherweise einkürzen oder sogar ausklappen lassen, wenn man draufklickt. Was an der Farbigkeit machen, das denke ich auch. Zum Beispiel klassieren nach verschiedenen Phänomenbereichen, also je nachdem, was dort gesagt wurde, wird zu Gewalt aufgerufen, wird jemand ja, beleidigt oder was auch immer, kann man da nochmal klassieren.
Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Optionen. Es gab aber auch die Meinung bei Ihnen, das fand ich auch spannend, die Grafik soll ja einen im Prinzip erschlagen, sie soll die Menge darstellen. Auch das eine vollkommen legitime Sichtweise. Und um ein paar andere Beispiele noch zu bringen, wir hätten hier ein Beispiel, wo, glaube ich, Komposition ganz gut funktioniert hat, nämlich sich zu fragen, wie sieht es denn mit der Zahl der Unterernährten aus? Wo sinkt sie, wo steigt sie hier mal visualisiert an zwei Ländern, Nigeria und Äthiopien, wo über die Farblichkeit immer schon der Leserblick eigentlich gelenkt wird auf das, was so die Hauptaussage ist. Das bringt mich zu einem nächsten Punkt. Einer, der gerade bei Grafiken und irgendeine Darstellung von Daten ganz sensibler ist. Was wir hier sehen, und deswegen will ich das Beispiel gerne bringen, ist eine Karte, die sehr, sehr erfolgreich war in den sozialen Medien, über Instagram, über Twitter auch zigtausendfach geteilt wurde, und zwar als die Brexit-Abstimmung lief. Und was die also nahelegt, ist ein Zusammenhang zwischen dem Brexit-Referendum und BSE-Fällen in den 90ern. Und Statistikkenner würden jetzt wahrscheinlich sagen, es gibt doch einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Also nicht immer, wenn zwei Phänomene in den gleichen Gebieten vermehrt auftreten, ist das also auch ein Zusammenhang tatsächlich. Die Wahrheit ist, diese Karte ist eine komplette Lüge von vornherein. Sie zeigt zweimal genau das Gleiche, nämlich die Ergebnisse des Brexit-Referendums, wurde nur unterschiedlich eingefärbt und mit entsprechenden Beschriftungen versehen, die grob falsch sind, die also wirklich eine Lüge sind. Es hilft dabei, dass wir hier einfach keine Quelle haben, von der wir einfach ausgehen können und wo wir nochmal nachrecherchieren könnten. Hätte es eine Quelle gegeben, hätten vielleicht mehr Leute nochmal nachrecherchiert, was das mit dieser Grafik so auf sich hatte. Und noch besser fand ich dann diese Darstellung hier, wo es so aussieht, als würde sich jemand wissenschaftlich auch noch damit auseinandersetzen und vielleicht nochmal mehr Glaubwürdigkeit, obwohl die Grafik, wie gesagt, eine komplette Lüge ist. Auch eine witzige, warum nicht, kann man schon machen. Aber man sollte sich auch immer bewusst machen, dass sehr viele Darstellungen, die Daten beinhalten, auch manipulativ aufgearbeitet werden können. Und man insofern ja durchaus einige Zeit darauf verwenden sollte, auch als Rezipient nochmal in die Quellen zu schauen und jetzt nicht alles zu teilen, was da in den sozialen Medien so umhergeschossen wird. Und dort, wo gar keine Quellenangabe ist, ist zumindest schon mal der Verdacht nahe, dass es vielleicht mit der Quellenkritik oder mit dem ordentlichen Bearbeiten der Daten jetzt nicht immer so weit her ist. Provokation war auch eines der Stichworte von Ihnen. Hier greife ich nochmal diese Karte auf. Wie reagieren wir, wenn in diesen Teilen der Erde 100 Menschen getötet werden? Wir wussten, dass diese Grafik funktioniert und haben sie deshalb benutzt, um einen Artikel zu visualisieren, der im Prinzip genau um das Thema ging, nämlich warum hören wir von so vielen Nachrichten in so vielen Teilen der Welt überhaupt nichts, während uns jede kleine Naturkatastrophe, jede Überschwemmung in den USA sofort erreicht. Das kann man sozialwissenschaftlich ziemlich gut erklären. Und wir wussten, dass man dafür auch diese Karte benutzen kann. Aber die ist nicht einfach nur eine Fiktion. Dahinter stecken tatsächlich auch ein paar Daten, nämlich in diesem Fall vom Institut für empirische Medienforschung in Köln. Das trägt regelmäßig zusammen, wie oft werden denn bestimmte Länder überhaupt genannt in deutschen Medien, wie oft ja, thematisiert. Wir sehen hier mal einen Ausschnitt Mai 2018, ganz häufig also die USA und logischerweise Deutschland, ein paar westeuropäische Länder, Ukraine, Russland, kann man sich auch einfach erklären, dass es da offenbar gerade ja, eine heiße Phase war im Mai 2018. Iran, Syrien entsprechend eingefärbt. Also auch das kann man sich sehr leicht erklären. Wir schauen noch mal ganz kurz zurück nach Oktober 2017. Etwas weniger Russland, dafür etwas mehr Türkei. Die anderen Bilder bleiben ähnlich. Also das heißt, selbst wenn wir eine so sehr ja, starke, wertende Grafik machen, für die uns auch von Verschwörungen über Manipulation alles vorgeworfen wurde, wir wollen, dass sich die Leute schlecht fühlen. Das war einer der Vorwürfe. Der andere hieß natürlich, ihr seid Rassisten. Also, aber daran gewöhnt man sich als Medium sehr, sehr schnell, dass man im Prinzip immer mit dem Manipulationsvorwurf konfrontiert ist. In dem Fall steckt aber, wie ich versucht habe zu beweisen, ein bisschen mehr Datenarbeit tatsächlich dahinter, auch wenn es überspitzt, auch wenn es natürlich hier nicht mehr ganz um Akkuratesse geht. Ist aber zumindest der Aussagegehalt dahinter jetzt durchaus also belegbar. Validität und Einheiten, auch so ein Problem, wenn es um gute Grafiken und Visualisierung geht.
Und ich habe mir hier mal ein Beispiel rausgesucht, das auch wieder in der öffentlichen Debatte, glaube ich, ganz häufig diskutiert wird, und zwar in einer Art und Weise diskutiert wird, mit der versucht wird nachzuweisen, dass doch Deutschland wohl nicht der Hauptverursacher sein kann für CO2, also für die Klimaerwärmung. Und insofern müsse man doch die USA und China und so weiter zwingen, und wir müssten unser Leben ja nicht umstellen. Das ist zumindest eine Diskussionsrichtung, die ich immer wieder feststelle und wo versucht wird, mit so einer Einheit, nämlich hier zum Beispiel mal den jährlichen CO2-Ausstoß in Millionen Tonnen, zu beweisen, ja, wir sind eigentlich gar nicht so dramatisch und wir müssten uns da gar nicht groß umstellen. Aber das ist ein typischer Fall, um mal die Perspektive zu wechseln zwischen absoluten Zahlen und relativen Zahlen. Wenn wir nämlich uns mal anschauen, wie viel eigentlich CO2-Ausstoß jeder Einwohner verursacht, dann müssen wir auf der nächsten Darstellung China erstmal finden. Nämlich hier 7 Tonnen pro Kopf. Ich meine, das müsse 2018 gewesen sein. Und Deutschland hat entsprechend mehr CO2-Ausstoß pro Kopf. Das heißt, je nachdem, ob ich mich erstmal auf absolute Werte oder auf relative Werte beschränke, wird das Bild schon mal ein ganzes Stück weit anders. Und so kann man zum Beispiel dann auch mal historisch schauen, das nur noch als kleine Zugabe, dass natürlich auch historisch beispielsweise Europa oder die USA an der Entstehung und an der Emission von CO2 im Prinzip hauptsächlich beteiligt sind, und dass es natürlich eine Frage ist, wie gehen auch die großen Schwellenländer damit um, und dass es natürlich eine Frage ist, dass auch in China umweltfreundlicher produziert werden muss. Aber es darf nicht genutzt werden, um uns selbst aus der Verantwortung zu nehmen, und das ist immer mal der Trick, wenn man nur absolute Zahlen zitiert und einfach nicht auf die relativen Werte schaut und auch nicht die Historie mal in Betracht zieht. Das heißt, man kann durchaus mit Einheiten, mit Daten hier eben auch verkürzen. Die nächste überspringe ich mal und mache noch, weil wir jetzt auch, glaube ich, nicht so viel Zeit haben und bestimmt noch ein paar Fragen existieren, einen ganz kleinen Exkurs zum Grafiken erstellen. Ich habe meine Redaktion gefragt, was sie eigentlich so an Software noch empfehlen kann. Wir selbst arbeiten in der Regel mit Adobe-Programmen, beziehungsweise für Sachen der Geoinformation, das sind also die aufwendigeren Karten, auch mit Open-Source-Programmen. Wenn Sie weitere Ideen haben, tragen Sie die bitte hier gerne auch in die Kommentarspalte ein. Das, glaube ich, hilft jedem weiter zu erfahren, wo gibt es denn gute Open-Source-Programme, mit denen sich leicht auch arbeiten lässt, beziehungsweise als Low-Budget Variante mit Rabatten für den Non-Profit-Sektor, wurde mir Affinity genannt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe hier aus dieser Liste bisher nur mit GIMP gearbeitet. Das lässt sich auch ganz gut machen. Und ich glaube, es gibt noch eine ganze Menge anderer Programme. Wie gesagt, schon, schreiben Sie das gerne in die Kommentarspalten einfach mit rein. Was ich aber jetzt auch nicht damit irgendwie nahelegen will, ist zu sagen, es muss sich jetzt jeder unbedingt mit Grafiken erstellen, auseinandersetzen. Da kann man schauen, wenn man eine Affinität dafür hat und wenn das auch Spaß macht, dann lohnt es sich mit Sicherheit auch für die eigene Organisation, das jetzt im Prinzip zu machen. Ansonsten muss ja eine gute Visualisierung nicht immer der heilige Gral sein, das ist mal das eine. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat man ganz oft Erfolg damit, wenn man einfach Personen fragt, die sich in dem Bereich schon auskennen. Und wenn sie größere Projekte vorhaben, gibt es auch einige Agenturen, die immer wieder pro bono Projekte auch unterstützen. Auch da kann man mal anfragen, ehe man sich da einen abbricht und versucht, irgendwelche neue Software sich drauf zu drücken. Denn wenn man jemanden hat, der das vielleicht auch schon kann, kann man seine Zeit viel effektiver verwenden, nämlich für etwas, das vielleicht wichtiger daran ist, sich nämlich immer wieder Gedanken zu machen, was will ich denn eigentlich transportieren, was will ich irgendwie darstellen, welche Geschichte will ich erzählen. Und deswegen, auch wenn ich Ihnen jetzt ganz viele Grafiken gezeigt habe, bei denen Sie vielleicht gedacht haben, oh, dafür braucht man aber bestimmt besondere Fähigkeiten oder viel Übung oder was auch immer. Das mag alles richtig sein, aber der eigentliche Punkt ist immer, sich Gedanken zu machen, mit welcher Geschichte, mit welcher Zahl, mit welchem Kerngedanken will ich eigentlich an ein bestimmtes Publikum treten? Was kann ich vermitteln? Und das gilt ja eben nicht nur für Grafiken, sondern das gilt auch für Texte. So lese ich ganz oft im Non-Profit-Bereich Sätze wie: Wir wollen eine positive Wirkung erzielen, wir wollen einen Raum schaffen. Das ist alles richtig, aber auch erstaunlich unkonkret dafür, dass die meisten Wirkungen, die so eine Organisation haben, eigentlich ziemlich konkret sind. Und deswegen, ja, wenn Sie Zeit und Lust haben, sich in Grafiken einzuarbeiten, meine Empfehlung, das können Sie gerne tun. Ansonsten suchen Sie sich da auch die Hilfe von Leuten, die es schon können, und überlegen Sie lieber, was wollen Sie genau erzählen, wen will ich erreichen,
Welches Publikum habe ich beispielsweise? Das ist hier ein Gesuch für eine Arbeitskraft, und zwar Grafiker. Und das ist tatsächlich eine ernst gemeinte Stellenausschreibung von uns gewesen, die wir mit Paint erzeugt haben. Warum? Weil wir wissen, dass der Witz funktioniert, weil darauf eine bestimmte Community anspringt und den Witz dahinter versteht, dass das eine bewusst schlechte Grafik ist und mit einem Programm erstellt, der sich überhaupt nicht eignet. Und natürlich haben sich entsprechend auf diese Anzeige auch Personen gemeldet. Und immer wieder, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, Anknüpfung ermöglichen. Das Publikum bei uns, die Leser, haben ein bestimmtes Vorwissen, haben bestimmte Perspektiven. An die kann ich anknüpfen, wenn ich immer wieder die Verknüpfung zum Beispiel zu ihrer Lebenswelt oder zu dem mache, wo sie sich ein bisschen auch schon auskennen. Wenn ich also über Wirtschaftsleistung spreche, Staaten umbenannt in Länder mit ähnlicher Wirtschaftsleistung hier, dann ist es sicherlich wichtig, dass sich jeder immer wieder auch verorten kann und sagen kann, okay, da steht beispielsweise Deutschland. Dann haben wir bei dieser Visualisierung nicht, dass sie jetzt gleich meckern, natürlich einen kleinen Trick gemacht, Afrika ist kein Land, auch das ist eine Provokation, die wir dann im Heft klären. Und insofern vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs zu den sozialen Medien. Auch das gar nicht weit gesagt, einfach nur kurz zusammengefasst, was machen wir bei Katapult? Wir sind im Prinzip vor allem auf Twitter, Facebook und Instagram präsent, wobei wir Twitter, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig verstanden haben, wie das funktioniert. Wir sind da relativ schwach, haben etwa 21.000 Follower. Das sieht bei Facebook und Instagram entsprechend anders aus. Da sind es jeweils um die 240 bzw. 220.000. Das heißt, das sind Medien, die für uns sehr, sehr gut funktionieren. Und wenn wir dort gut visualisieren, wenn wir dort stark sind, sehen wir das auch daran, dass im Prinzip die Abozahlen entsprechend steigen. Aber auch hier wieder kein Aufruf, einfach alle sozialen Medien wild zu besetzen und dann ab und zu mal was zu posten, sondern sich immer damit auseinanderzusetzen, okay, passt meine Organisation da eigentlich hin? Und wenn ich sehr bildorientierte Sachen mache, wo vielleicht auch Fotografie eine Rolle spielt oder wo man Sachen bildlich gut darstellen kann, kann Instagram ein tolles Medium beispielsweise sein. Wenn ich das nicht mache, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Also auch das kein Aufruf, immer alles wild zu besetzen. Aber sich schon Gedanken zu machen, wenn man das vielleicht noch nicht bespielt und das durchaus sinnvoll sein kann für die eigenen Ambitionen, sich darüber auch mal Gedanken zu machen. Und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich zeitlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Aber vielleicht, wenn wir zu den sozialen Medien gekommen sind, noch eine kleine Geschichte und dann mache ich Schluss und dann widmen wir uns Ihren Fragen. Apropos soziale Medien, die funktionieren natürlich auch jeweils ein bisschen anders. Und ein Medium, das sehr stark konfliktiv auch funktioniert, wo wir uns also viele Sachen anhören dürfen, ist beispielsweise Facebook. Und da möchte ich einen kleinen Auszug mal zeigen. Wir haben beispielsweise hier visualisiert Todesopfer vom Terror in Deutschland 1990 bis 2019. Einmal einfach als Grafik visualisiert, wo sind denn eigentlich Orte, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube, das war anlässlich der Anschläge in Halle, mal wieder diese Geschichte vom rechtsextremen Osten gab und wir eigentlich klar machen wollten, also Rechtsextremismus ist seit jeher mal ein bundesweites Problem. Das ist also das, was diese Karte macht. Und natürlich auch die Zahlen mitgeliefert, die ja zwischen den Stiftungen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung oder aber auch den Behörden stark sich unterscheiden. Dafür gibt es verschiedene Ursachen, die müssen wir jetzt gar nicht klären. Aber das jedenfalls natürlich gepostet. Und wir dachten, die Grafik ist eindeutig. Man sieht, sie ist es nicht. Denn die häufigste Frage war in den sozialen Medien, vor allem auf Facebook, warum wir denn nicht auch die linken Todesopfer anzeigen. Und auf solche Umdeutungsversuche, dass die Linken doch bestimmt schlimmer seien, reagieren wir natürlich wie jede andere Reaktion auch. Wir lachen uns den Arsch ab und dann recherchieren wir trotzdem und haben im Anschluss diese Grafik gepostet. Wir haben also wirklich recherchiert und haben die Todesopfer politisch motivierte Gewalt links motiviert und rechts motiviert mal dargestellt und dachten, dass das jetzt eindeutig sein dürfte. War es nicht, und ich habe Ihnen hier zum Abschluss mal ein paar Kommentare gepostet, womit man sich also auch durchaus auseinandersetzen muss, wenn man so eine Medien besetzt, nämlich nicht nur Input zu geben, sondern das dann auch entsprechend zu moderieren. Sobald man einige Aufmerksamkeit auf sich zieht, gibt es sicherlich auch immer Personen, die das dort eher negativ bewerten und die uns in dem Falle Manipulationen vorwerfen oder sagen, auf vier Tote kann man stolz sein.
Also fanden wir eine ganz interessante Entwicklung eigentlich, dass wir da eigentlich reagiert haben auf die Aufforderung, jetzt recherchiert doch mal bei den Linken, und anschließend auch wieder also angegriffen wurden. Aber das, wie gesagt, lernt man als Medium sehr schnell, und das ist auch keine große Geschichte. Damit würde ich sagen, ja, ist die Zeit so weit fortgeschritten, dass wir vielleicht uns erstmal Ihren Fragen widmen. Was sagen die Moderatoren? Ja, vielen Dank. Genau, da komme ich gerne wieder dazu, denn wir haben ganz viele Fragen. Und ja, erstmal Dankeschön. Also ich fand es total spannend und viele von euch ja auch. Und ihr habt auch schon fleißig kommentiert und mitgemacht. Und ich glaube, viele würden das jetzt gerne sofort alles so nachmachen, fragen sich allerdings zum Beispiel beim Thema Wirkung. Das ist ja oft, also bei jedem Projekt ganz anders ausgeprägt. Oft lässt sich Wirkung auch gar nicht so in Zahlen darstellen. Hast du einen Tipp, wenn jetzt sich meine Wirkung wirklich nicht in Zahlen bringen lässt, was kann ich dann am besten machen? Also das eine, also ich muss da jetzt ein bisschen ja, ganz frei sein, weil ich ja gesehen habe, dass Sie ganz unterschiedliche Teilnehmer heute auch haben und jetzt sicherlich auch nicht derjenige bin, der so für alles eine Lösung hat. Aber der erste Gedanke wäre zu sagen, ja, die Geschichte zu erzählen, diese eine Geschichte, die vielleicht spannend ist, gibt es ein Einzelbeispiel, gibt es eine Person, anhand dessen man das mal erklären kann. Das ist durchaus auch eine Option. Oder wenn man im Verbund mit anderen vielleicht auch gemeinsam was hinkriegen kann und sich da abspricht für entweder gute Visualisierung oder auch mal entsprechende Medien, die man bespielt. Also dazu können Newsletter beispielsweise natürlich auch gehören. Dazu kann gehören, dass man einen gemeinsamen Pool an Interessenten auch aufbaut, der jetzt nicht nur lokal für sich sein muss, sondern der vielleicht auch mehrere Netzwerke umfassen kann. Also das sind so Quick Points, die mir so einfallen. Ja, super. Also das ist ja schon mal als Zielgruppe ist das total wertvoll. Und dann war auch zur Provokation, war auch die Frage, hat jemand geschrieben, das fand ich ganz gut zusammengefasst, die Daten aus meinem Jahresbericht sind nicht so provokativ. Mhm. Ich glaube, das geht auch vielen Projekten hier so, dass man sich einfach fragt, wie kann ich das selbst umsetzen? Oder kann ich das überhaupt selbst umsetzen? Ja, weiß ich nicht. Aber meine Vermutung ist immer erstmal auch um die Ecke zu denken und vielleicht nach Zahlen zu suchen, die provokativ sind. Die müssen gar nicht mal im eigenen Jahresbericht zu finden sein, sondern in ganz vielen Fällen oder viele Organisationen widmen sich ja bestimmten Fragen nicht ohne Grund. Das heißt, versuchen, etwas besser zu machen, versuchen, etwas sozial positiv zu gestalten und findet immer auch einen Gegner in diesem Feld. Und wenn man den auch provokativ behandeln kann oder mit Hilfe dessen provozieren kann, würde man das vielleicht schaffen. Aber das ist natürlich in der Abstraktion schwierig zu sagen, aber das wäre so meine erste Vermutung, dass immer, wenn man versucht, auch um die Ecke zu denken und einen Gegner zu finden, an dem man sich da abarbeiten kann, kann das durchaus funktionieren, glaube ich. Habt ihr da irgendein Vorgehen in der Redaktion, wie ihr dann Themen angeht, wenn ihr zum Beispiel eine Studie vorliegen habt und euch überlegt, was ist jetzt der Blickwinkel, unter dem ich das betrachten möchte? Was funktioniert da gut? Also wir gehen durchaus auch manchmal umgedreht vor. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Entweder wir haben eine neue Studie oder auch ein Artikelthema und gucken dann, wo gibt es auch mal eine Darstellung, die nah genug am Stoff bleibt, aber die jetzt uns als Information auch sofort gefallen würde. Das kann durchaus auch mal so ausgehen, dass man lange diskutiert miteinander, auch mal eine halbe Stunde lang und ein paar Ideen durch den Raum tritt und einfach versucht, okay, was, wenn wir das so darstellen, und du merkst schon, okay, das überzeugt jetzt hier keinen. Dafür braucht man eine gemeinsame Stimmung, glaube ich auch. Mhm. Das, wenn man versucht, aus einer bestimmten Studie was rauszuholen. Ja, andererseits gibt es eine zweite Option, glaube ich, in der man auch sich inspirieren lässt von anderen und sagt, okay, das haben die gut gemacht, das ist eine Darstellung, die gefällt mir, kann ich die nicht adaptieren auch? Kann ich die nicht irgendwie auf meine Belange anwenden? Zum Beispiel hatten wir dieses Dinge, die schmelzen, als Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich, und hatten dann Dinge, die bei denen uns das stört. Und Arktis gehörte nicht dazu, aber das Softeis. Das ließ sich super adaptieren für ganz verschiedene andere Bereiche, zum Beispiel so diese Systematik. Also auch das kann funktionieren.
Und manchmal passiert uns auch, dass wir wirklich als erstes über das Bild rangehen, dass wir sehen, okay, hier gibt es so große Datenunterschiede, das lässt sich irgendwie visualisieren und kommen dann erst zu dem Thema, wo wir sagen, das ist aber spannend, dass der Unterschied so groß ist. Und für diejenigen, die jetzt ganz neu in dieses Thema Daten und Statistik einsteigen, gibt es da, also du hattest ja angesprochen, es gibt Organisationen zum Beispiel, die auch NGOs unterstützen bei Grafiken. Hast du da ein paar Beispiele? Ich habe nur Beispiele aus meinem eigenen Berufsleben eigentlich. Und deswegen würde ich die jetzt auch gar nicht nennen, weil das immer okay, private Entscheidungen der Firmen waren. Aber das waren zum Teil auch Beratungsunternehmen, die wirklich große, ja, große Fische beraten, wenn man so will. Mhm. Und die dann aber auch gesagt haben, das NGO-Projekt, das gefällt uns sehr, sehr gut. Und wir bieten euch dann auch eine Pro-Bono-Leistung an. Und ich glaube, ich hätte keinen, der das, vielleicht kennt jemand hier in der Diskussion noch jemanden, ich hätte keinen, auf den ich standardmäßig zugehen würde dafür. Auf uns leider nicht, wir haben keine Zeit dafür. Das muss ich vielleicht auch gleich sagen. Wir sind sehr, sehr ausgelastet mit unseren eigenen Vorhaben. Mhm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mal der Lokale um die Ecke sein kann oder aber auch jemand, der sowieso in so einem Feld auch unterwegs ist und da vielleicht auch seine Kunden hat. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Okay, ja, also genau, falls jemand eine tolle Idee hat, schreibt es gerne einfach in den Chat oder ansonsten, also wenn du, es wurde auch gefragt, oder ob es eine Seite gibt, vielleicht irgendeine Möglichkeit, sich so an das Thema ranzutasten, vielleicht auch eins der Programme, die du empfohlen hast, die besonders intuitiv zu bedienen sind, so für den Einstieg? Ich könnte mir vorstellen, dass unter einer Seite namens Udemy, ich schreibe das gleich mal hier rein, da gibt es viele Online-Lernkurse und auch für kleinen Preis. Da lerne ich eher so Programmieren, aber ich glaube, da gibt es auch eine ganze Menge Grafikprogramme, die man dort lernen kann. Also das für die First Steps, glaube ich, ziemlich gut. Okay, ja, cool. Und dann wurde auch gefragt, wie es denn mit euren Grafiken aussieht. Ob das zum Beispiel auch möglich ist, dass man die als Nicht-Abonnent im Internet findet oder dass man die auch gegen einen kleinen Beitrag selbst verwenden könnte? Also genau, man findet fast alles auch online, weil wir auch ja gemeinnützig sind. Das heißt, alles, was im Heft erscheint, wird irgendwann mit Zeitversatz auch mal online zu finden sein. Und gerade für jetzt nicht kommerzielle Zwecke, Schulungen, Workshops und so weiter, kann man das auch alles einfach so verwenden zunächst mal. Und bei Anfragen, dass man das noch weiter verwenden möchte, gerne einfach uns eine Mail schreiben. Und da finden wir da meistens eine ganz gute Lösung. Okay, super. Und dann wurde auch noch gefragt, ob die Wirkung oder ob eure Grafiken, ob das auch von dem Publikum abhängt, ob ihr ein bestimmtes Publikum immer schon mitdenkt oder ob das ganz unabhängig davon funktioniert. Guter Punkt. Ich glaube, also ich muss unterschiedlich darauf antworten. Wir haben einmal kein fest definiertes Publikum, keine fest definierte Zielgruppe. Wir können es erahnen, wer uns so liest, aber wirklich wissen tun wir es gar nicht, weil wir diese Daten auch gar nicht abfragen. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat es geholfen, dass wir uns vor allem in den sozialen Medien, dass wir da groß geworden sind. Wir haben am Anfang versucht, als Online-Magazin zu überleben. Das hat nicht funktioniert, deswegen sind wir in Druck, obwohl uns jeder davon abgeraten hat. Und hatten am Anfang auch noch eine kleine Förderung bekommen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo diese ausgelaufen ist, mussten wir es irgendwie alleine schaffen zu überleben davon. Und das waren Zeiten, da ging das gar nicht so gut. Und da hatten wir immer wieder dieses Korrektiv in den sozialen Medien, wie gesagt, bei dem wir immer wieder trainiert haben. Warum funktioniert das? Warum funktioniert das nicht? Und das heißt, dass wir sicherlich unsere Grafiken immer danach auch miterstellen. Nicht jede natürlich. Immer danach auch mit erstellen, wie das Publikum in den sozialen Medien wahrscheinlich darauf reagiert. Aber das sind eben die Sachen, die ich versucht habe, ein bisschen dann zu fassen. Einfachheit, Verständlichkeit auch mal provozieren. Das ist das, was wir so als Nukleus, als Kernlehre eigentlich daraus mitgenommen haben. Und ich glaube, das lässt sich übertragen. Ja, super. Also es gibt ja jetzt noch viele spannende Fragen. Ich fürchte, unsere Zeit ist um. Ich habe allerdings noch eine letzte Frage, die uns vielleicht dann auch alle in diesen sommerlichen Abend gut entlässt. Und zwar, wieso ist euer Logo ein Eis? Das muss mit dem Sommer zu tun haben. Es gibt keine gute Begründung dafür. Wir haben nach einem Logo gesucht, das möglichst wenig zu sowas wie Katapulten passt. Und es wurde dann ein Eis.
weil es uns viel zu langweilig war, zum Beispiel wie VW ein V und ein W als Logo zu machen oder ein Katapult oder eine Weltkugel. Es war einfach das möglichst Irrationale zu wählen und das ist uns ganz gut gelungen, glaube ich. Ja, vielleicht auch eine Anregung, einfach dann irgendwas zu nehmen, was durch etwas ganz anderes Aufmerksamkeit erzeugt. Und genau, ich fürchte, Eis ist jetzt auch unser Stichwort, denn unsere Zeit ist vorbei. Und ich möchte mich einfach nochmal wirklich ganz herzlich bei dir bedanken für den tollen Input. Bevor ihr jetzt alle rausgeht, euch entweder eine Katapult sucht oder ein Eis, würde ich noch einmal darum bitten, uns Feedback zu geben. Denn, also wie gesagt, dieses Online-Seminar ist Teil unserer Reihe, die jetzt auch vorbei ist. Und wir würden einfach sehr gerne wissen, wie es euch gefallen hat, was wir als zukünftige Themen nach der Sommerpause noch aufgreifen können und was wir in Zukunft besser machen können. Also bitte einmal einfach diesen QR-Code kurz abscannen oder auch der Link, der jetzt nochmal im Chat steht, einfach kopieren und uns ein paar Wünsche mit auf den Weg geben. Und ja, dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank dir, Sebastian, und vielen Dank euch, auch an alle, die jetzt die ganze Reihe über dabei waren. Einen schönen Sommer und bis ganz bald, hoffentlich. Wunderbar, schönen Sommer dann. Tschüss.